So, herzlich willkommen zu meiner Premierensendung. Mein Name ist Bernd Senkowski und ich arbeite seit circa 3 Jahren schon für die Börse Go AG. Und ab heute werde ich für Chris Kämmerer den JFD-Desktop betreuen und somit auch die Live-Videos machen. Heute habe ich WTI Öl mitgebracht und anschließend wird noch der Nasdaq 100 beleuchtet. Im 4-Stunden-Chart bei WTI ergibt sich ein interessantes Chartbild. Er versucht sich an dem Hoch von gestern und ist aber aktuell noch abgeprallt. Kommt es aber zu einem Ausbruch auf 4-Stunden-Basis über die 48, hier über die 46, über die 45, 85, könnte sich ein mittelfristiges oder beziehungsweise ein schönes Kaufsignal entwickeln. Denn der Rainbow ist sowieso aktuell schon positiv. Die Wolke hält den Chart noch auf und eben das Vortagehoch und bricht es eben dadurch, kann es bis auf knapp unter 50 Dollar gehen. Denn im Tageschart wäre eben die 50 Dollar, die Wolkenoberkante, eben das Kursziel, bricht es hier aus. Kommt es eben nicht zu einem Bruch über dieser Marke, wäre es auch nicht unbedingt auf dem aktuellen Niveau ein Short, also dann würde man den Basiswert erstmal nicht handeln, in meinen Augen. Also auf einen Close über die 45, 85 sollte man achten, heute achten. So, kommen wir zum Nasdaq 100. Der hat sich seit dem Tief vom 29.05. hat er schon fast 200 Punkte zugelegt. Gestern habe ich schon was vorbereitet, wo man hätte gestern kaufen können. Lief aber zuerst hoch, dann eben auf die Unterstützung, auf die eingezeichnete, und im späten Handel hat er die Bewegung fortgeführt. Im asiatischen Handel gab es jetzt diese Nacht einen kompletten Ausbruch aus der Wolke im 4-Stunden-Chart und dadurch ergibt sich im Prinzip noch ein Kursziel von 4.250 und wird es wahrscheinlich bis 16 Uhr, 17 Uhr erreichen. Kommt es sogar über ein Close, über ein Daily Close oder auch ein 4-Stunden-Close über 4.260, wäre ein weiteres Potenzial bis 4.300 freigesetzt. Das sieht man dann im Tageschart. Hier wäre eben auch die Wolkenoberkante und der EMA 38 würde dann als Widerstand wirken. Und noch jeweils die Kerzentiefs im September. So, möglicher, sollte jetzt noch vormittags ein Rücklauf bis zur 4200er Marke stattfinden, könnte man noch eben versuchen, auf dieses Level hoch zu traden. Der Stopp müsste man etwa bei 4.175 legen. So, damit bedanke ich mich fürs Zuhören
und wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag.